Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus der Reihe der 5-Minuten-Workouts. Ich werde jetzt nicht nochmal den langen Prolog halten, wofür und für wen die 5-Minuten-Workouts wichtig sind und richtig sind. Eins kann ich euch sagen, für euch da draußen auf jeden Fall. Egal, ob jetzt ein Lauch dahinter sitzt oder ein Kevin Gebhardt. Für alle von euch kann das 5-Minuten-Workout wichtig sein, vor allem, wenn ihr eine Trainingseinheit verpasst habt. Habt ihr zu Hause ein paar Kurzhanteln oder zumindest Widerstandsbänder und dann könnt ihr das schon trainieren. Dann habt ihr nichts verpasst und ihr werdet zumindest, wenn schon kein Wachstumsreiz, zumindest euren entsprechenden Muskel zeigen, du wirst gebraucht und du darfst nicht verloren gehen. Also, ihr haltet damit zumindest irgendeinen katabolen Prozess aus und könnt dann wieder bei der nächsten Trainingseinheit einsetzen. Das hier ist auch nicht unbedingt dafür gedacht für jedermann, dass man es für immer macht. Jetzt rede ich ja doch so viel darüber. Aber zum Ersatz geht das. Natürlich wird die Trainingsserie fortgesetzt, vor allem wenn ihr das hier kräftig liked und wenn ihr es euch in den Kommentaren wünscht, mit Rücken 5-Minuten Workout, Brust 5-Minuten Workout, Beine 5-Minuten Workout und so weiter. Jetzt ist der Trizeps dran. Gerade bei mir immer so eine Sache, den will ich nicht verpassen. Natürlich kann man sowas auch mal machen, wenn ihr meint, dass ihr die Regeneration dafür habt und das mal dazwischen machen, zwischen dem regulären Training. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man in 5 Minuten den Trizeps effizient trainieren kann. Das Geheimnis liegt jetzt darin, ähnlich wie beim Bizeps, schaut in die Infobox, da wird auch noch mehr darüber gesprochen, für wen das 5-Minuten-Training was ist. Video angucken. In der kürzesten Zeit eine gewisse Anzahl von Wiederholungen zu schaffen. Bei mir sind es 50 Wiederholungen. Warum 50? Ich wähle ein Gewicht, mit dem ich sonst auch nur so um die 10, 12 schaffen würde. Ja gut, ja doch ungefähr. Jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr und versuche dann in der kürzesten Zeit, also mit ganz wenig Pausen dazwischen, so viel es geht nachzuschieben. Mache ich am Anfang 15 Wiederholungen, pausiere ich für 10 Sekunden, mache noch 4, 5 hinterher, so bis ich nicht mehr kann. Immer an die Grenzen gehen, das ist ganz wichtig. Immer an die Grenzen gehen. Dann warte ich wieder, hinterher muss ich vielleicht teilweise eine halbe Minute warten, vielleicht auch 45 Sekunden und mache dann die nächsten. Hauptsache, möglichst gering halten die Zeit und dann möglichst viel hinterher schieben, bis man die 50 hat. Und glaubt mir, bis dahin habt ihr einen richtig guten Pump. So, ich werde das Ganze diesmal stoppen, weil ich bin selbst neugierig, ob mein 5-Minuten-Workout wirklich ein 5-Minuten-Workout ist. Stoppuhr. Start. So, 12 habe ich. Wie gesagt, natürlich könnt ihr das auch mit anderen Übungen machen. Ihr könnt euch auch ein Widerstandsband nehmen, oben an der Tür festmachen und quasi Trizepsdrücken machen, was auch immer. Ihr könnt zwischendurch versuchen, Intensivtechnik einzubauen, ein bisschen abfälschen. Hauptsache, ihr kriegt eine richtige Stressbelastung rein. Bei 19 bin ich angelangt, 31 habe ich noch. Mein Gott, das ist ein weiter Weg. Und auch jetzt wieder. Ihr könntet jetzt 2 Minuten Pause lassen und würdet dann sicherlich nochmal 10 Wiederholungen nachlegen. Oder ihr macht es intensiver und darum geht's. Ihr lasst nur 40 Sekunden Pause und könnt nicht mehr ganz so viel nachlegen. Mal sehen. Uff.
Oh. 26. Denn denkt dran, ihr wollt ja ein ganzes Training ersetzen. Heißt, für den Trizeps meistens sind das bei euch 6 bis 9 Sätze, 2 bis 3 Übungen und halbe bis dreiviertel Stunde im Fitnessstudio. Das wollt ihr jetzt in nur 5 Minuten machen. Also sorgt dafür, dass der gesamte Stress von den 30 bis 40 Minuten in den 5 Minuten landet. Da heißt es nicht großartig ausruhen. Jetzt wird es schon echt schwer. Und ich merke, wie mein Trizeps richtig gut versagt. Wir sind bei 3,5 Minuten, ob ich das noch hinkriege. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig mitzähle. Also diese Videosache. Ich glaube, ich bin bei 36 Wiederholungen. Verzeiht mir, wenn ich mich geirrt habe. Jetzt werde ich runterzählen für die Motivation. Ich muss noch 14 schaffen. Na komm schon. Ihr seht, hier wird schon ein bisschen abgefälscht, aber dadurch intensiviert. Ich bin bei 9 angelangt. 8 noch. Leute beim Trinken zu sehen. Den letzten zähle ich trotzdem. Ich muss nur noch 4 machen. Fast 5 Minuten. Jetzt sind wir bei 5. Ich denke mal, bei 5:30 werde ich landen. So, 4, egal wie. Tatsächlich, die letzte war richtig, egal wie. Geht auch beim letzten immer bis zum Schluss, selbst wenn es 2, 3 Wiederholungen mehr sind. Und glaub mir, das sollte reichen, um den Trizeps zu sagen, hey, du wirst noch gebraucht. Jetzt kann er wieder bis nächste Woche warten. Ideal, wenn ihr mal eine Einheit verpasst habt. Aber vielleicht auch, wenn ihr eine verpassen wollt, damit ihr mal einen Abend mehr mit eurem Liebsten verbringt oder eurer Liebsten. So, das war's von mir. Wenn euch die 5-Minuten-Serie gefällt oder grundsätzlich, was ich hier mache, lasst mir da den Daumen. Abonniert den Kanal, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt. Rücken und Brust kommen noch. Und schaut euch gerne mal auf dem Kanal um, was da sonst noch für Videos gibt. Ansonsten fleißig die Kommentare bearbeiten. Selbst wenn ihr Kritik daran habt, die nehme ich gerne entgegen. Ist die Kritik richtig scheiße, mache ich gerne auch ein Video davon. Und das war's von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.